I've always felt a strong connection to the German people. Ah. I spent time there in my childhood also. Oh. Not great. It wasn't great, but it was significant. And for whatever you can say about my experience, I also really learned to love the country. And I've always felt comfortable around Germans. And I feel that in this new age, I found Germans to be more open than other people in Europe. Hallo, liebe Zuschauer. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin heute sehr aufgeregt, denn ich habe einen sehr besonderen Gast aus Amerika, aus New York, glaube ich. Das ist Anneke Lukas. Und sie hat mich sehr berührt und sie ist sehr mutig, finde ich, und ein Vorbild für mich. Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Hallo, Anneke. Hi. I'm very excited to be here because we have a very special guest. Her name is Anneke Luca, and what especially touches me is her courage. She's been a role model to me for years. Thank you. It's really nice to be here. Danke, es ist schön, hier zu sein. Genau. Ich finde, dein Sein, deine Erlebnisse und dein Mut tragen wesentlich zur Transformation und zur Heilung vieler Menschen bei. I feel that your very being, your experiences and your courage have contributed quite a lot to people's transformation and healing. Und deine Geschichte? Thank you for saying that. I don't know. I share, but I don't know what the result is. Ja. Danke, dass Sie das sagen. Ich weiß nicht genau, was ich bewirke. Ich teile und ich weiß nicht, was das Ergebnis ist. Ich finde die Geschichte außergewöhnlich berührend, aufrüttelnd und auch hochbrisant, weil wir uns alle der Basis unserer Kultur und unseres eigenen Lebens stellen müssen. Ehrlich, mutig und mit offenem Herzen. I find your story actually more than moving. It's actually really shocking. It shakes me up to the core. And I think you're teaching us how to be honest and courageous in encountering this. Thank you. Okay. Ich denke, es ist am besten, dich einfach ein bisschen freizulassen im Teilen. Und würde dich bitten, dass du selber ein bisschen erzählst. Du bist in Belgien geboren. Bist du nach Amerika gebracht worden, gekommen? Vielleicht erzählst du ein bisschen selber, wie deine Geschichte war. So I'd like to just give you space in your own way, in your own terms, to tell your story. Right now, what we know is that you come from Belgium originally and then later were taken to the United States. If you would just like to freely speak what's in your heart and your mind. Sure. And if you see me nodding when you speak, Elena, that's because I do understand German. Oh. But I probably don't, I don't want to trust myself to understand it so well that when it becomes specific that I'll know what you're saying. So thank you for the translation. Should I translate that too for our audience or not? Yes, absolutely. Also wenn Sie mich nicken sehen, ist es nur, weil ich... das alles nachvollziehen kann. Ich verstehe ja Deutsch. Ich traue mir einfach noch nicht so ganz in allen Details vielleicht mitzugehen und deswegen vorerst mal auf Englisch. Also eher ein passives Wissen vorerst jetzt. So, my story is basically very short that I was sold as a young girl at age 6 and by pimps at first, and then my mother, to a network in Belgium that was composed of powerful people. And at that time, it was 1969, politicians. And Papa, just a minute. Also meine Geschichte ist eigentlich eine kurze Geschichte. Ich wurde mit 6 Jahren von einem Zuhälter verkauft, später von meiner eigenen Mutter. Ich wurde in ein Netzwerk verkauft, das war ja im Jahre 1969 in Belgien und dieser Ort wurde vorwiegend von Entscheidern und Mächtigen und auch Politikern besucht, wo ich gefangen gehalten wurde. Yes, and they used the children for different things, for
sex and also to make friends with even more powerful people internationally. Die haben diese Kinder missbraucht, nicht nur für Sex, sondern auch als Brücken zu anderen wichtigen und mächtigen Leuten auf internationaler Ebene. And so at age 9 I was taken to Switzerland and I wurde ich in die Schweiz gebracht. And with another child, and from there I was taken by an American perpetrator to the United States. Und von der Schweiz dann wurde ich von einem US-Täter mit in die USA genommen. And then after spending a month with this very powerful man, I was sent back to Switzerland and from there taken to Germany. Und nach einem Monat zusammen mit diesem ungeheuer mächtigen und wichtigen Mann wurde ich wieder zurück in die Schweiz geschickt und dann nach Deutschland. In Germany I underwent what would be a training for 1 month. That was really a torture to train me to be a sex slave to the elite. Und in Deutschland wurde mir ein Training auferlegt, da würde ich in alle Arten von Gefährlichkeiten angewiesen, damit ich als Sexsklavin fungieren konnte. Es war eine Tortur. Yes, it was. I wasn't raped during that time, but I was tortured a lot and brainwashed a lot. Ich wurde zu der Zeit nicht vergewaltigt, aber mir wurde eine Gehirnwäsche unterzogen und ich war oft gequält oder wurde gequält. Du warst wie alt? Sorry? How old were you then? Oh, 9. 9. In 1972. 1972. And in the year following, I was sent to Germany very often and sent to an important German official who spent time with me and showed me the country and also raped me. Also ich war 9 Jahre alt und im folgenden Jahr wurde ich dann nach Deutschland geschickt, nach Abschluss dieses Trainings als Sexsklavin. Und da war ich mit einem Beamten, deutschen Beamten, hochstehenden Beamten, der mir das Land zeigte, aber auch vergewaltigte, mich vergewaltigte. And at the end of this year, I saw the American again. Zum Schluss dieses Jahres habe ich dann den Ami wieder gesehen und der mich fragte, Who asked me questions about the German that I spent time with for his own information, for his files. Hat dieser Amerikaner mich ausgefragt über diesen deutschen Beamten, diesen Hochgestellten aus Politik, hat mich ausgefragt und wollte mich aushorchen. Also, when I found out that this American had sent me, I became angry. Das hat mich natürlich wütend gemacht, dass ich das entdeckt habe, dass er mich zu diesem Zweck hingeschickt hat. And he then rejected me. Und aufgrund dessen, ich war wütend, hat er mich dann auch abgelehnt. And then I was basically just sent back to Belgium. I had been programmed to kill myself, but I didn't do that. Dann wurde ich einfach durch diese Ablehnung nach Belgien zurückgeschickt, wurde programmiert, mich selber umzubringen, tat es aber nicht. And then at age 11, I was finally rescued from another abuser in the network. Mit 11 wurde ich dann gerettet von einem anderen Täter in diesem Netzwerk. In Belgium. In Belgien. Yeah, and he gave me. He just set me free with instructions for life. Hat mich ja freigesprochen, entlassen mit Anweisungen für das Leben. Which I followed very, very closely. Und diesen Anweisungen folgte ich also aufs Wort. These instructions included going to live outside of Belgium. Paris, London, New York. So I lived in all places. Zu diesen Anweisungen gehörten
Städte wie Belgien, Paris, New York, da sollte ich leben und das tat ich dann auch. Ich habe das umgesetzt. And also to never become a prostitute. Und nie eine Prostituierte werden. And to never buy drugs and never do anything to get them. Nie Drogen nehmen, also nie welche kaufen und nichts damit zu tun haben, irgendwie in Berührung damit zu kommen. Yes, I could take drugs if they were given to me, but never. Ach so. Also ich konnte welche nehmen, wenn die angeboten waren, aber ich sollte nichts tun, um die aktiv anzuschaffen. Okay. And also could do nothing to get them. Und ich sollte nichts tun, um sie zu erhalten. And I was also given a very specific profile of the man I should marry. Mir wurde ein Profil nahegelegt, ein sehr klares Profil von dem Mann, den ich heiraten sollte. Which I also did. Was ich dann auch tat. And also a very very precise instructions never to speak about the network, never to say anything to anyone, or I would be killed. Sehr, sehr genaue, sehr präzise Anweisungen, nie über dieses Netzwerk zu sprechen, alles zu verschweigen, sonst würden sie mich umbringen. So I started speaking in 2013. 2013 fing ich aber doch an zu reden darüber. And I don't name names. Thinking that I will save myself a lot of trouble not naming names. Und ich erspare mir sehr viel Leid, indem ich Namen nicht nenne. Even though all my perpetrators are dead. Und obwohl alle Täter bereits tot sind. I think there is a there is a code that if you start naming names, then no one knows what you're going to say next. And I don't know if my life would be in danger at this point because I was set free, but I think I could get into trouble. I could get sued by the families. I could get attacked in other ways than I'm being attacked right now. So I'm keeping myself free from that hassle, and also I think it would get in the way of my message. Es gibt in dieser Welt eine Art Code, ein Codex, dass man diese Namen nicht preisgibt. Und die habe ich verschwiegen, weil erstens, um mich abzusichern, und zweitens, wer dann spricht, gilt als unberechenbar. Was wird sie denn als nächstes tun? Also es würde mich in noch mehr Schwierigkeiten bringen. Da würde litigiert, ich würde dann angezeigt, verklagt, noch mehr attackiert, als ich schon werde. Also ich habe gelernt, mich da in der Form zurückzuhalten. Das hält mich ein bisschen von diesem furchtbaren Druck ein bisschen frei. Die haben mich freigelassen und da waren schon Bedingungen damit verknüpft. Es würde vielleicht dann, ehrlich gesagt, meine jetzige Arbeit erschweren, wenn ich all diese zusätzlichen Probleme noch dazu obendrauf laden würde. Yes, because my message is really about going deeper and really getting to understand how someone even gets to do these things, so that we don't get into a revolution where we become, where we hack off those people in power's heads and then we become the powerful ones. Also meine Botschaft soll eigentlich tiefer gehen als nur Namen bloßzustellen, Menschen bloßzustellen, so dass wir selber in diese Täterrolle gehen. Ich möchte, dass wir tiefer gehen und dass wir verstehen, also woher kommt es, was verursacht es, dass Menschen überhaupt so werden können, wie entsteht ein Täter. Und wenn ich diese Namen preisgeben würde, dann würde man vielleicht überall Täter suchen und töten wollen und das löst das Problem nicht. Also das ist dann führt nur weiter diesen Kreislauf, es nährt diesen Kreislauf, Gewaltkreislauf. Das möchte ich doch brechen mit meiner Botschaft. So sind wir jetzt auch am Thema, also am Thema Selbstliebe, weil deine Geschichte zeigt sehr deutlich, dass Mächtige oder Leute, die Leaders, also Leute, die uns führen,
Und auch, dass wir als Basis, als arme Leute, als Basis dieses System tragen und dass unser System krankt und dass wir in diesem System, das wir alle mittragen, kein Platz für echte Selbstliebe und Respekt und Würde ist. Und das ist genau der Punkt, den es, und darum ist es so brisant und so wunderbar, dass du sprichst. So now we're actually really in the heart of our topic, what we wanted to work through today. It's the topic of self-love. And we've seen that these people who are so powerful are using us because they're carrying out their work on the basis of our compliance and our complicitousness. We are complicit. We are carrying this sick system. We are holding it. We are complicit. And that's what I want to delve into and look at and break through. Yes, to begin with, the whole vertical power system, now that's a lot, but that's the whole vertical power system, is a system that is based on running away from one's own trauma. Mm-hmm. And power is attained by people who do not have self-esteem. Also Macht wird so erlangt von Menschen, die keine Selbstliebe haben. Das sind Menschen, die eigentlich von ihren eigenen Traumata wegrennen. Die verdrängen das. Und die steigen hoch in dieses vertikale Machtsystem, wo es eine starke Rangordnung gibt. Eigentlich, weil sie keine Selbstliebe haben. Yes, and the less sense of self you have, the more you can be compromised as you climb. Und je weniger Selbst du hast, je weniger Ich-Kraft man hat, desto höher kann man steigen in dieses kranke System, in diese Machtverhältnisse. Because it is a system where there is progressively more compromising that needs to be done, progressively more of giving up of one's inner knowing of right and wrong, to engage in things that are very dark, increasingly dark. That by the time you reach the top, you are definitely completely compromised. Also wer so hoch steigt, wer sein Selbst zurücklässt und keine Kontakt mit seinem Selbst hat, ist in Gefangenen in so einem System. Je weiter man steigt, desto mehr gibt man von sich ab und verliert den inneren Kompass, hat kein Gespür mehr für richtig und falsch, ist in sehr tiefen, dunklen Machenschaften. Und wer oben angelangt ist, hat eigentlich schon sein Ich, sein Selbst, ich sage das Wort Seele, yes, aufgegeben. Ist nicht mehr bei sich. Ist voll absorbiert von diesem System. Das bedeutet, ist noch Handlanger. Das bedeutet aber auch, dass Kinder aus solchen Familien, die wir unten vielleicht beneiden und denken, die haben viel Geld, die sind in tollen Schulen. Das heißt, dass Kinder von Mächtigen auch keine schöne Kindheit haben und selber traumatisiert werden. That means that these children from these powerful and rich, influential families, that we down here, we normal people, maybe even working class people, that we look up to, these children also didn't have a beautiful, free, happy, safe childhood, these children from powerful families. No, because if you have psychopathic parents, people who are completely indoctrinated in that belief, then in fact abuse is part of that indoctrination. And all the abusers that I had, what came out when they were with me was their abused child. Also, diese Kinder aus diesen einflussreichen Familien können keine schöne Kindheit haben, denn deren Eltern sind Psychopathen. Und deren Eltern sind ja selber Opfer und sind missbraucht worden und missbrauchen ihre Kinder. Sie geben das weiter. Die sind alle indoktriniert von diesem kranken System. Und die, die mich missbraucht haben, haben mir von ihrem eigenen Missbrauch erzählt. And it was so that the power addiction is the most attractive replacement for self-esteem, substitute for self-esteem. Der einflussreichste Ersatz für fehlende Selbstliebe ist diese Sucht nach Macht. Das soll dieses fehlende Innere stützen. Das ist ein Gegengift, kann man fast sagen. It's the most powerful substitute because you feel big
when in fact you inside you feel really small. Innen drin fühlst du dich so klein und nichtig, aber dann stützt du dich mit dieser falschen Macht. Du stattest dich mit Macht aus und das macht süchtig. Man wird süchtig nach Macht. And that is the story of the naked emperor. Do you know that story? Oh ja. Der nackte Kaiser, der Kaiser ist nackt. Ja, das ist die Geschichte, das Märchen von dem Jungen, der Einzige war, der die Wahrheit aussprechen konnte. Der Kaiser ist nackt, also der ist machtlos. Des Kaisers neuen Kleider, ja. Ja, des Kaisers neuen Kleider. And so, you know, we are all like the crowds who are looking at the naked emperor, thinking that they are so amazing, that their cloth is the finest cloth in the world, when in fact, there's nothing there. That fake cloth, that lie of that cloth, that I call that the mantle of power. Also, und wir sind wie diese Leute in der Menge, die dann eigentlich auch diesen nackten König bewundern und glauben, dass er wunderbare Kleider trägt, aber der ist nackt, der hat keine echte Macht. Und das ist Teil dieser Lüge. Und wir spielen mit. Und wir spielen mit, ich nenne das den Mantel der Macht. Das bedeckt uns mit, das bedeckt eigentlich die Lüge. Es ist falsch. Es ist alles leer, hohl, falsch, unwahr. Yes, in fact, the thing about power that goes with power is that if we all knew that a power addict needs our energy in order to feel that they can even exist. Also wir wissen eigentlich, das sind wie Energievampire, die brauchen in unsere Energie, die leben von unserer Energie. Wenn sie keine schwachen Bewunderer haben, denen sie was vormachen können, brechen die zusammen und die stützen sich mit dieser Macht. Sie sind leer. If we all knew that they need it, we would never give it. Und wüssten wir, wie sehr die unsere Energie brauchen, diese scheinbar Mächtigen, würden wir es auch nicht liefern. Wir würden es nicht herstellen. And that is why there are so many lies. Und deswegen gibt es so viele Lügen. Brauchen Sie auch die Unschuld und diese Naivität und diese Lebensfreude von den Kindern? Weil es sind ja meistens Kinder, die benutzt werden. And doesn't this impact, doesn't this rob these children of their innocence and their joy? Because these kids are all being used in this predatory system. Yeah, so if you have a person who is part of running the world, who has no access to their own innocence, mm-hmm. What they're trying to create is a world where we don't believe in children's innocence. Oh, that's good. Warte mal, let me say, that's good. Also, und was wichtig zu wissen ist, bei diesen Machtinhabern, die ohne Zugang zu ihrem eigenen inneren Kind haben, also ich mache die Schleife zurück, ich habe vorher gesagt, dass mein Täter mir erzählt hat, also von seinem eigenen missbrauchten inneren Kind, er selber war Opfer. Und jetzt diese Machtinhaber haben keinen Zugang mehr zu ihrer eigenen ursprünglichen Unschuld. Die sind abgeschnitten davon. They're cut off from their innocence. Original innocence. Und deswegen sprechen sie das Kindern allgemein ab. Sie sprechen Kindern ihre Unschuld ab. And that has become the brainwashing that we are subjected to all day long. Und das ist diese Art Gehirnwäsche, dieser Trance, dieser Kollektiv-Trance, in dem wir alle schwimmen. Das umgibt uns, diese Lüge umgibt uns. No, it's not just the trance, it's the brainwashing that we are getting messages sent to us all the time that are controlled because they are coming from the people who have power. And that goes through money, that they have the money. And that goes to politicians, to the media. Everything is controlled in that sense. And we are programmed, yeah. Bombarded by messages that little by little are meant to make us insensitive to children. Also wir werden bombardiert von Botschaften, die aus Politik und den Medien kommen. Folge dem Geld. Also das wird alles finanziert und geschützt von Mächtigen, die uns umprogrammieren wollen, die uns dieser Dauergehirnwäsche, die über uns ziehen,
wollen, dass uns unsere Gedanken, Gefühle kontrolliert. Stück für Stück werden wir so konditioniert, nicht zu glauben, dass Kinder unschuldig sind und schutzbedürftig. Es ist keine Trance, es ist Gehirnwäsche, es ist Konditionierung, also oder Programmierung. Wir werden programmiert. And we have all suffered that. We've all been programmed. Wir haben alle diese Programmierung erlitten. Yes, because if you can see what the world would be like without this vertical power structure in which we live. Könnten wir sehen, wie die Welt wirklich wäre, ohne diese vertikale Machtstruktur, mit der wir jetzt leben müssen, vorerst mal? Yes, that would mean that we are all worth the same. Dann würde es bedeuten, dass wir verstehen würden, dass wir alle gleich sind. Wir haben alle den gleichen Wert. And that we're all brothers and sisters. Und Verschwister sind Brüder und Schwestern. And that people who need power so badly are the sickest elements among us. Boah, das ist so wahr. Und die Menschen, die so nach Macht eifern und geifern, sind eigentlich die kranksten von allen unter uns. And that we can then treat them with the compassion that they don't have. Oh wow. That's the turnaround. Und eigentlich geht's darum, diese Leute mit Liebe und mit Mitgefühl und Güte zu behandeln, was sie nie erlebt haben, was sie gar nicht kennen. And that doesn't mean not to lock them up. Das heißt sie aber nicht wegzusperren. It just means to not keep the system going with punishment and needless deaths. Aber dieses System nicht weiter stützen und weiterführen mit diesen unnützen Toten und what was it? Deaths and what was the other word? Needless deaths and suffering or punishments. Punishment. Oh mein Gott, Strafen, genau. Strafen, Unterdrückung. Mhm. Aber können wir auf deine Geschichte kommen? Ich meine, du bist ja selber Opfer gewesen, du warst bestimmt wütend, verbittert. Wieso, wie bist du nicht verbittert? Wie ist dein Heilungsweg gewesen? I'd like to get back to you personally and your personal story, please, because you were a victim, but how did you get out of this victim mentality? How did you stop being so bitter and full of resentment and rage? How did you heal? Well, everything I do is comes from my rage. But I want to transform it into a positive force. And maybe you want to say that first. Also, es ist nicht so, dass ich keine Rage habe und keine Wut. Es, alles, was ich tue, kommt aus dieser Wut. Und ich arbeite daran, das zu transformieren. In eine Kraft. Ich glaube, das ist wichtig. Also, ich will aus dieser Opferhaltung raus. Man spricht sehr oft vom Opfer zum Gestalter. So take back your power to stop being a victim and be a survivor and a creator. Yes, and the most important element for me in that is that I saw what this power system does and where it leads. And that I was very mindful not to ever choose for power, even when I had no self-esteem. Was für mich ganz wichtig war in dieser ganzen Geschichte, ich habe diese Elemente, diese Bausteine gesehen. Ich habe gesehen, wie das ist mit Machtstrukturen, was da passiert und wohin das führt. Und da war ich sehr achtsam. Und ich habe mich entschieden. Ich für mich habe mich entschieden, dagegen nicht in diese Lüge reinzugehen, in diese Krankheit. And what when you don't have self-esteem, so when I was an adult, I didn't have self-esteem, it was very tempting for me to choose for power because that's easier. Und als ich damals auch als Erwachsene ohne Selbstliebe war, war das natürlich eine große Versuchung, nach Macht zu schielen. So when I chose against power every time, I would experience the pain and humiliation that is behind that need. Oh Gott. Und ich habe jedes Mal frei gewählt und mich dafür entschieden, in die Liebe zu gehen. Und dann habe ich aber allerdings den Schmerz und die Erniedrigung erst gespürt. And then, in the best case, I would be able to trace those feelings back to their origin and heal.
Bestenfalls könnte ich aber diese Gefühle von Schmerz und Erniedrigung zurückführen zu der Quelle, zum Ursprung und das dort heilen. And I had a sense of self-esteem only in 2013 when I know that I was healed from the great, great guilt complex. Ich konnte erst 2013 diese Selbstliebe entwickeln, als ich gemerkt habe, dass ich geheilt wurde von diesen riesen Schuldgefühlen. Ja, man internalisiert das. People internalize it, don't they? Oh, yes. And Guilt. If I had, when the Dutroux case came out in Belgium in 96, I knew that I wasn't ready to speak. 1996, wow. Und damals, als dieser Fall in Belgien in die Öffentlichkeit gedrungen ist, wusste ich, dass ich damals noch nicht so weit war, dass ich darüber reden konnte. And I also believed that in Belgium nothing good could happen with it. Und ich glaubte sowieso nicht, dass in Belgien irgendwas Gutes dabei rauskommen könnte. And Belgium is still in denial. Oh ja, und Belgien ist immer noch in der Verleugnung. Hast du noch Angst? Also hast du noch mit Ängsten zu tun? Sure. Some time ago, someone that I had collaborated with went and spread around a document that I'd written that was private, that contained names, mm-hmm. and went to family of perpetrators and told them about me and said that I was saying that I was being abused by their family member, but that he did not believe me. Also, ich habe noch Angst. Klar, neulich hat jemand, mit dem ich zusammengearbeitet habe, ein privates Dokument von mir verteilt und zu den Tätern gebracht, zu den Familien mit den Namen von diesen Tätern. Ein privates Schriftstück von mir hat mich verraten und hat auch gesagt, ihr glaubt meiner Geschichte nicht. Ihr glaubt mir nicht. Yes, he even wrote to the New York Times and told them they should take my the article that is on there about me down and told them the name of the perpetrator and that I'm a liar and everything. Dieser ehemalige Kollaborateur, also mit dem ich zusammengearbeitet habe, ist sogar an die Presse in New York Times gegangen und hat gesagt, sie sollen den Artikel entfernen und der Name des Täters wurde erwähnt und er hat mich als Lügnerin dargestellt. Yes, in the emails. And he put all the family members on the emails also. Und hat als CC in Kopie die ganzen Namen von den Familienmitgliedern. So when something like this happens, I got triggered, so I feel this tremendous fear of death. And then I know enough to not focus on the present so much. The present is just what is the right thing to do. But to really take that trigger and to go to the past and deal with what this was about for me in the past. And I got to a certain time of the past where this chaos that was being revived by this episode. Perpetrator, ja, Episode. Also diese Episode hat mich sehr wohl in die Angst gebracht, hat ganz viel Angst wieder ausgelöst. Wenn sowas passiert, merke ich, dass es total wichtig ist, nicht bei diesem Geschehen zu bleiben, sondern zurück in die Vergangenheit, zu der Ursache. Wo ist das passiert? Welche Gefühle werden hier ausgelöst? Das wird reaktiviert, es wird retraumatisiert. And I am a lot less scared now because I got through a lot and it was great. I'm grateful. Ich habe jetzt viel weniger Angst, weil ich es überstanden habe. Ich bin irgendwie durchgekommen und ich bin da so dankbar. And the lesson was to not do anything. Und die Lehre war, nichts zu tun. Hast du einen Glauben an einen, hast du als Kind schon oder auch als Erwachsene jetzt einen Glauben an eine höhere Macht, an irgendeinen Gott, an irgendeine Kraft, die dich schützt, die dich unterstützt oder der du dich zuwenden kannst?
Did you as a child, or do you now, do you have any faith or belief in some sort of a higher power? Someone who could protect you, someone you could turn to in need? Yes. Yeah. I felt a benign, loving presence, and not always, but often, a benign, loving presence that didn't feel like me. It felt like it was outside of me. Ich habe eine gütige, liebevolle Gegenwart, ein Gewahrsein gespürt. Das war nicht in mir, das war außerhalb mir. Das war um mich. And in certain situations that were very difficult, I would suddenly get an insight. Und in manchen Situationen, in bestimmten Situationen, die besonders schwierig waren für mich, habe ich irgendeine Einsicht erhalten. That also didn't seem like it could come from within me. It was always seemed to be support and help. Und es erschien mir, dass es nicht von mir selber kam, sondern von außen als Unterstützung und Hilfe. And then finally, I had, on the day that I was rescued, I did have a near-death experience. Und schließlich an dem Tag, als ich gerettet wurde, hatte ich ein Nahtodeserlebnis. Which I call full life experience. Ich nenne das aber das volle Lebens, die volle Lebenserfahrung. And it was a glorious experience that was marked by the sense that I needed to have this experience to know what to strive for in life. Und diese Erfahrung, also wo ich dem Tod so nahe war und mich doch so voll lebendig gefühlt habe, es war herrlich, es war selig und es war so wichtig, weil ich habe so damit, dadurch habe ich erfahren, wonach ich streben soll im Leben, was wichtig ist. Yes, I experienced the unconditional love that is there and the bliss coming from me. And that high, habe ich die bedingungslose Liebe erspürt und die Seligkeit, und das kam von mir. And that high, I say we call it a high, would be the high to strive for rather than the highs that I had experienced in the network. Und dieses Hochgefühl, ja, diese Seligkeit, diese Glückseligkeit, so eine Art Rausch kann man sagen, hatte ich in diesem Netzwerk auch erlebt, aber das ist nicht das, wonach man streben soll. Also ich weiß, ich soll nach dieser Glückseligkeit streben, die aus bedingungslose Liebe hervorgeht. Rather than try to find it through sex or drugs. Und dieses Glücksgefühl, dieses Hochgefühl ist nicht in Drogen oder Sex zu finden. Well, I wasn't going to look for it there, thanks to that experience, I should say. Und glücklicherweise, aufgrund dieser Erfahrung, würde ich auch da nicht schauen. Also Sex und Drogen. Not that I don't understand that people look for it there. Ich verstehe schon, dass andere Leute manchmal es dort suchen, bei Drogen und Sex. Yes. I understand it completely because, again, it has to do with self-esteem. Very ich kann schon richtig verstehen, nachvollziehen. Es hat mit Selbstliebe was zu tun. It's very difficult to go through life without self-esteem. Und es ist so schwer, durch das Leben zu gehen ohne Selbstliebe. Because it's it is like your anchor, your compass. It's your compass for life. Aber das ist wie ein Anker. Das ist eigentlich der Kompass, der Lebenskompass und zeigt den Weg. Da wollte ich nämlich noch mal was zu sagen, und zwar nämlich die Sexualität in unserer Gesellschaft. Da sind wir ja auch programmiert. Und gerade viele junge Mädchen, also ich kenne viele junge Mädchen, die, wenn die das erste Mal sprechen, wie es war, dann war es ein Horror, sie wollen da gar nicht drüber sprechen. Also gerade wenn die Sexualität, wenn man bis dahin verschont geblieben ist, bis man 16, 17, 18 ist, wenn dann die Sexualität losgeht, fängt diese Programmierung an. Also oft wird dann, spätestens dann, die Selbstliebe verloren. Und diese, da haben wir auch eine starke Programmierung.
wie können wir das ändern? Oder wie hast du es für dich geändert? Oder wie siehst du es? So, I've noticed that we live in a very sexualized environment. And I've noticed that these girls who've been spared up until 16, usually, when they're 16, 17, 18, they start experimenting with sex and they say the first time was horrible. And this is where the programming begins, and this is when they lose their self-love. Or self-esteem, you call it, Annika. So the American who trafficked me to the United States was very interested in sexualizing society. Mm-hmm. He was what's called a social engineer. Derjenige, der mich verschleppt hat, nach Amerika gebracht hat, sein großes Interesse galt diese gesellschaftliche Programmierung. Der wollte eine sehr breite Sexualisierung. Mm. Because he himself had never been able to see that his abuse was wrong. Mm-hmm. Er war ohne die Einsicht, dass sein eigener Missbrauch falsch ist. So he thought that it was right for everybody. Und deswegen dachte, dass es für alle anderen richtig ist. Sehr klar. Also engaging in a lot of child sexual abuse. Und deswegen hat er sehr viel Missbrauch von Kindern betrieben. And he wanted that to be okay. He believed that was okay and that everyone should think it's okay. Und er machte sich vor, dass es okay ist und er hat versucht, das so zu rechtfertigen und er wollte, dass alle anderen das auch als normal annehmen. So he put a lot of energy into the sexualization and the vulgarization of society. Und hat so viel Kraft reingesteckt in die Sexualisierung und Verrohung der Gesellschaft. Vulgarisierung. Mhm. So when we think of sex today, you know, self-respect is the first thing. Yes, self-respect. Also wenn wir heute jetzt an Sex denken, an erster Stelle sollte Selbstliebe und Selbstrespekt stehen. And then if we think larger, we could think of what is the body is a temple for our consciousness. Dann sollten wir aber weiter drüber hinausdenken und den Körper als Tempel betrachten, Tempel für unser Bewusstsein. So there's a sacred element to the body. Deswegen gibt es was Heiliges, was Sakrales im Körper. And so it's difficult for young people to not be not fall into the brainwashing because it's natural to want to explore. Und deswegen unterliegt es diesen Kindern so eine große Versuchung, weil sie dieser Gehirnwäsche unterzogen worden sind. Und natürlich wollen sie experimentieren und schauen, was da alles ist. But like with everything, sex and drugs, sex is the same as drugs if it's not about committing. If it's not in a committed relationship, it's just a drug like any drug. And any drug, alcohol, drugs, sex, they're all things that we, that are part of the world that we experiment with. The question is, how much? Und wenn diese jungen Leute mit ihren sexuellen Experimenten anfangen, das alles so unverbindlich ist, das ist dann auf dieser gleichen Schiene wie mit den Drogen. Und klar, das ist in der Welt und da will man ein bisschen das ausprobieren, aber eigentlich die Dosis macht das Gift. Es geht um die Menge. And it's just to be clear that sex is a drug, alcohol is a drug, drugs are a drug, power is a drug. I mean, it's all drugs. They're not going to, if you get addicted, it's going to be a problem. So. Also ich möchte jetzt einfach klar darstellen, das sind alles Drogen, ja? Alles Suchtmittel, Alkohol, Drogen, Sex, Macht. Es macht alles süchtig. So if there's trauma underneath, und wenn drunter Trauma existiert, then any of these drugs are going to give a way out, a temporary way out, even though it becomes more like a repetition in the end. Und diese Drogen sind vorläufig eine Art Befreiung von Trauma.
Aber das Problem ist, es ist nur vertieft und das ist alles eine Wiederholung. Das steckt dann fest. Es ist keine wirkliche Befreiung. Yeah, especially with sexual trauma, it becomes a repetition on many levels and it can become, for especially for girls, very painful. Und gerade, also vorwiegend, vor allem, wenn es um sexuelle Traumata geht, gibt es diese Wiederholungen, diese Wiederholungsmuster. Und für Mädchen, für Frauen ist es besonders schwerwiegend. Mir kommt da so vor, dass diese so eine tiefe Verletzlichkeit oder dieses liebende Herz überdeckt wird, wenn es einmal eine traumatische Erfahrung hat. Das ist ein liebendes Herz und eine sehr starke Verletzlichkeit und diese Unschuld. Und die wird immer wieder überdeckt und überdeckt durch diese Drogen. Seems to me, there's such a deep pain, there's such deep pain and sorrow in the heart. And these girls are so vulnerable and so innocent. And this pain just gets covered over by the drugs. And that is what is needed for to keep the vertical power system in place. Mm-hmm. Und das ist, was es braucht, um diese vertikale Machtstruktur zu erhalten. That you run away from pain. Vom Schmerz wegrennen. Das Abdimmen. So that the system itself is running away from pain. Das System selber flieht von diesem Schmerzen, Haut abrennt, weg. And you have like a triangle of pain with the people at the top not feeling any pain. And as you go down, less and less privilege, people have to bear more pain. Yeah. Und was wir hier haben, dann ist eine Art Dreieck, gesellschaftliches Dreieck. Und ganz oben, die Mächtigen, die wollen ihren Schmerz nicht spüren und die geben das ab. Und die Minderprivilegierten unten an der Basis, sind die breite Masse, die muss das dann alles abfangen und aushalten und ertragen. And then we have all these smaller triangles of power in organizations, companies, spiritual groups. Everywhere you go, you find power structures, like miniature versions of the of the world power structure. Absolutely. Also von diesem großen Dreieck gibt es viele, viele kleinere Versionen, so Mini-Dreiecken, und die sind in allen möglichen Organisationen und Firmen, ganz spirituellen Gruppen zu finden. Überall gibt es diese Machtstrukturen im Kleinen, und das bildet eigentlich nur diesen großen Schmerz ab, dieses Muster. Yes, so healing, opening the heart and healing in a safe place with a safe person is the same as deprogramming. Und deswegen ist Heilung des Herzens, das heißt das Herz öffnen, eine Art Deprogrammierung, aber es bedarf einen sicheren Raum, es bedarf einen geschützten Raum. Safe with one safe person who has been through the process, hopefully, like a lot of us have been through the process, we can hold space for the pain. And the more a person heals, the more you don't have to participate in that power. Und es ist wichtig, einen Menschen zu finden, der das selber schon durchlitten hat und bereinigt hat. Also das, er gibt Halt, er gibt Sicherheit, er hat es selber durchgemacht und er kennt den Ausweg. Und er kann diesen Schmerz halten für dich, während du deinen Prozess durchmachst. Und es ist wichtig, dass man jemand hat, der teilnimmt an unserem Schmerz, das hält, uns aber auch daraus führt. And when we're the more we free ourselves, the more we will see the humanity. You know, the more we heal, the more we're able to enter into our self. Our innocent self is the closest we have to knowing that we are not the body. Oh, schön. Und je mehr wir diese Befreiung angehen, diese Befreiungsarbeit, desto mehr sehen wir das Menschliche. Und wenn wir in dieser Selbstliebe sind, dann erkennen wir auch diese ursprüngliche Unschuld und dann merken wir, wir sind nicht der Körper. Knowing that when we are born, we are completely innocent.
Every baby is born completely innocent. And then when that baby is not, when that baby's innocence is not reflected back, then what happens? When there's insensitivity, when there's abuse, what happens is that... Also wenn ein Baby geboren wird, ist es vollkommen unschuldig. Es ist in der vollkommenen Unschuld. Wird es aber nicht widerspiegelt, wenn die Menschen um dieses Baby grob sind, derb sind und das Kind auch noch missbrauchen, verliert er das Gefühl and dafür. It's not that it loses it, but what happens is that there are messages coming that are lies. Es ist nicht eigentlich, dass er das Baby diese Unschuld verliert. Es ist eher so, dass es Botschaften gibt, die das übertönchen oder übertönen, diese Lügen. And so it's accepting the lies as we become more and more traumatized, we accept more and more lies about ourselves. Und je weiter diese Traumatisierung fortschreitet, desto mehr Lügen über uns selber nehmen wir an. So the healing is always of understanding that it was not our fault. Deswegen ist ein ganz wesentlicher Teil von Heilung zu verstehen, wir sind nicht schuld. Wir haben es nicht verursacht. Wir sind unschuldig. And so when you are dealing with someone who has caused a lot of harm, underneath that was how that their programming worked. And underneath that is their innocence. Und deswegen, wenn man zusammenarbeitet, wenn man diesen Heilsprozess angeht mit einem Täter, ist es ganz wichtig, irgendwie zu sehen, dass er ja selber fehlprogrammiert ist. Und immer weiter drunter zu gehen, der ist auch traumatisiert. Also, ja. And it is the, I think that the world leaders who are really the sickest, that those people, that people in those circles never received a reflection of their innocence in the first 3 years of their lives. Es ist so wichtig, dass wir erkennen, dass die Machtinhaber, die ganz Großen in dieser Welt, die das alles regieren, in diesen Kreisen haben diese Leute als Baby deren Unschuld nie widerspiegelt bekommen. And I think if the information is overwhelming about what the state of the world is, there's something we can all do. Und ist das überwältigend, wenn wir diese Information bekommen über den Zustand der Welt, ja? Also überfordert es uns. Es gibt trotzdem etwas, was wir tun können. First is to feel all the feelings connected to the information and to know that it's all fine. All diese Gefühle fühlen, die mit dieser Information zusammenhängen. Und zu wissen das and to know that. Yes, the shock. They're all fine. They're all acceptable. Everything that we experience, thought, feeling is completely acceptable. The fact that it is there means that it is okay. Und allein die Tatsache, dass diese Gefühle da sind, ist schon ein Zeichen, dass es okay ist. Also erstens diese Gefühle zu fühlen und dann auch wirklich alles anzunehmen und das zuzulassen. Ist es okay? Es gehört dazu. So when you learn that a certain politician that maybe you liked, when you learn that they're a pedophile, well, there's a process to go from perceiving this person a certain way to the feeling of the shock and the disbelief and the anger and the disgust and the pain and the feeling of betrayal. All this trauma comes in there. Und wenn du einen Politiker hast, den du sehr schätzt, und es kommt aber raus, dass er ein pädophiler Verbrecher ist, dann macht man so einen Prozess durch. Da entsteht Schock und Wut, Ekel und Schmerz. Man fühlt sich verraten. Und das ist ein Teil dieses Traumaprozesses. Da muss man durch. And then the best thing we can do is to work on our own trauma. Und das Beste, was wir dann tun in so einem Fall,
ist an den eigenen Verletzungen zu arbeiten, an eigener Traumata. Because the more we can feel, the more aware we are. Weil, ganz wichtig, je mehr wir fühlen können, desto mehr sind wir in der Aufmerksamkeit, in der Wahrnehmung. And that reflected will mean that we'll be able to be more empowered and not have to give our power to people who abuse it. Und wird das dann, wird diese Wahrnehmungsfähigkeit denn reflektiert, widerspiegelt? Das befähigt uns. Und dann müssen wir unsere Kraft nicht abgeben, unsere Macht, dann sind wir selber in der eigenen Macht. Wir sind bei uns. And self-love is critical. Deswegen ist Selbstliebe kritisch, also ausschlaggebend. So for anyone who doesn't have the self-love, they need a safe person. Deswegen für diejenigen, die vorerst mal ohne Selbstliebe sind, brauchen sie einen sicheren Menschen. Ich glaube sogar, dass Selbstliebe revolutionär ist. Das hat der Gabor Mate gesagt. Okay. Ja. Every act of healing is an act of subversion. He knows, Annika, he knows. Es ist revolutionär, ja. Oh ja. Ja. Du hast gerade so schön erklärt, dieses System in unserer Gesellschaft, und du bist genau in deinem persönlichen Leben von klein auf den Weg gegangen, wie wir als Gesellschaft heilen können. Und darum kannst du uns jetzt zeigen, im Grunde, wie es geht. Weil wir können dir glauben. Wir können deinen Weg gehen, weil du ihn gegangen bist. Annika, because you grew up in this system and you know the system and you've gone through this, you've led the way, we can follow you, we can believe you, you know, and you can show the way, you can show us how. You're healed and now we can follow you. Yes, I've developed a healing modality called the unconditional model. And, eine Heilungsmodalität entwickelt, und das heißt das bedingungslose Modell. The unconditional model. And the purpose is to use certain tools with mindfulness, but to use power dynamics as a portal into one's own trauma. To use awareness of power dynamics as a portal into one's own unresolved trauma. Also, es gibt verschiedene Werkzeuge. Also, mein Modell bezweckt, dass man in eine gewisse Aufmerksamkeit bekommt. Und dass wir eine Wahrnehmung dafür bekommen, eine Sensibilisierung für diese Machtdynamiken. Und das Wissen über diese Handhabung von Macht, wie Macht funktioniert, ist ein Portal, das öffnet uns einen Weg, das zu verstehen und zu lösen und erlösen. Specifically to our own unresolved trauma, to go inside. Das ist ein Portal, was uns zu unseren eigenen tiefen Verletzungen führt, dass wir an sie rankommen und herangehen. Yes, looking at power dynamics in a new way. Und so schauen wir diese Machtstrukturen, Machtdynamiken mit anderen Augen. Like for example, if you look up to someone and you give your power away to them, like we all have people like that, to understand that person is a representative of a scary person from childhood that we're giving our power to. Also wenn wir jemanden bewundern, ja, wenn wir unsere Macht weggeben, wenn wir hochschauen zu jemanden, ist das eigentlich ein Vertreter, ein Stellvertreter für jemanden aus unserer Kindheit, der über uns Macht hatte. Und wir geben unsere Macht ab. And when we look down on people, understand that we're looking at an aspect of ourself that we've yet to accept. Also genauso wie wir hochschauen können auf andere, können wir auch runterschauen auf andere. Und auch hier schauen wir eigentlich auf etwas, was in uns, ein Teil von uns ist, was wir verleugnen und verdrängen. Was wir nicht wahrhaben wollen an uns, sehen wir an dem anderen. So,
So from there, I have developed all these exercises to get in touch with the different parts to integrate. Und deswegen habe ich viele Übungen entwickelt, um in diesen Anteilen heranzukommen und die abzuholen, erkennen, willkommen zu heißen, heimzuholen und zu integrieren. So that if we can create an egalitarian system within, then we won't have a need for an external. We will automatically, by reflection, create an externalized egalitarian system. Und schaffen wir das im Innen bei uns, diese Teile zu integrieren, dass die egalitär sind, dass die gleichwertig sind alle untereinander, dann haben wir das nicht im Außen notwendig, auch diese vertikalen Machtstrukturen zu haben. Dann ist alles gleichgestellt, gleichwertig, im Innen und im Außen, weil das Außen nur eine Widerspiegelung ist vom Innen. Super. Ich habe noch eine Frage, weil wir jetzt ein deutschsprachiges Publikum haben. Gibt es schon Anlaufstellen es gibt ja in Deutschland ist das Problem ja genauso aktuell wie in Belgien oder woanders. Gibt es hier Anlaufstellen, die in deinem Sinne schon Heilung geben oder wo Mädchen oder junge Frauen oder Kinder sich hinwenden können? It seems like America is a little bit further. But do you know any places in Germany, any safe places where women and children can go to get this kind of support, this safe person, these opportunities to heal? And no, again, I don't know how America does in this way. It's always interpersonal. Also ich weiß nicht, wie es in Amerika gemacht wird, aber dieser Prozess muss immer zwischenmenschlich sein. If it's the bigger the program, and the more it comes from, you know, the authorities, the less safe it will be. Yeah. The less what? Safe. Safe. Okay. Es muss immer zwischenmenschlich sein. Und das Problem ist, je stärker die Programmierung ist und je mehr von oben heruntergeführt wird, heruntergedrückt und geleitet wird, desto weniger sicher ist es. Also, ja. You can be lucky. Yeah, you can be lucky and have a nice person, but the system is about greed. So it's not really for the people that it's supposed to be for. Even in nonprofits, it's always the people at the top that are taking the most off. And then when I work in the prisons, you know, and often there's big programs and the people that are actually incarcerated don't even get anything from it. Oh ja, also warte mal, just a minute. So, und wir sehen hier eigentlich dieses System und die Menschen, die in diesen Systemen arbeiten, sind oft sehr gierig. Und ich habe öfter erlebt, da wo EV sind, wo eigentlich Wohltätigkeitsarbeit sein sollte, bei karitativen Institutionen sind da auch nicht unbedingt diese sicheren Menschen, an die man sich wenden kann. Die sind genauso vergiftet, machtbesetzen und missbrauchen das ein System, schöpfen ab, nützen das zu ihren eigenen Zwecken. Da, wo ich arbeite, zum Beispiel in den Gefängnissen, das, was für die Gefangenen oder die Armen gedacht ist, das dringt gar nicht durch, das kommt überhaupt nicht an. Da wird schon abgeschöpft im Vorfeld. Yes, and I don't want to say that the people who are administering the programs are greedy, but if it comes from a system of greed where everything gets blocked all the resources get blocked at the top. Und ich will sagen, dass diese Menschen, diese Ausführenden in diesen karitativen Institutionen selber Missetäter sind, aber dieses Problem der Gier, es ist ein gieriges System und von oben wird alles gerafft, alle Ressourcen werden an sich gerissen, von oben, von den Machtbesessenen und es dringt nicht runter, es kommt nicht an. Yeah, so to find a safe person really means that anyone can be a safe person for you. Und so eine Person zu suchen, bei der man sicher sein kann, das kann jeder und jeder sein. Der and so the unconditional model, we use, you can pass it along. So to pass it along, there's a certain way of dealing with interpersonally when someone gives you their power, how to not fall into, you know, the flattery, just to not need the power that they give you. To be present and to be humble.
and to not judge them when they start testing and feeling comfortable with you and they start testing you, to not judge, so that you just keep, stay aware that you go against expectations. Because if someone starts with you, working with you, let's say, they look up to you, you have to know that they're looking at you as a replacement of potentially an abuser in their past. Mm-hmm. So to go against those expectations, you don't take the power, you don't judge them when they test you, so judgment becomes like a way of putting them down. Okay, I have to wait 1 second. I'm going to try to summarize this. Also, jeder kann eine sichere Person sein und trotzdem muss man vorsichtig sein. Ich habe jetzt ein System entwickelt, wo wir lernen können, wie wir lernen können, den Umgang mit diesem Prozess, Heilungsprozess. Ganz wichtig ist, dass wir erkennen können, wann diese Machtstrukturen schon anfangen, sich auszubreiten. Wenn jemand Bewunderung von uns verlangt oder uns bewundert, wo es Übertragungen und Gegenübertragungen gibt. Und dass wir gewahrsam bleiben in der Aufmerksamkeit, dass wir demütig bleiben, dass wir zum Beispiel Schmeicheleien nicht verfallen. Das ist so ein Trick, wo jemand Macht über uns bekommen kann. Und dass wir die anfangen, uns zu prüfen und zu schauen, wo sind unsere Grenzen. Dass wir bei uns bleiben und dass wir nicht anfangen zu werten. Weil das ist so eine Falle, dieses Werten. Wir nehmen wahr, wir bleiben achtsam, wir bleiben bei uns und wir lassen uns nicht als Ersatz für diese ganzen Missbrauchsgeschichten zu instrumentalisieren. Wir lassen uns nicht benutzen dazu. Okay. And the most important part is that we don't keep it, you know, this all happens in the unspoken realm. So the most important part is that when you have someone who is looking at you as an authority figure, who gave them a lie, that was the abuse, and they took on a lie, they sit with that lie, and you have then this opportunity to reverse that lie. So what, if you go through these different steps, and you stay humble, you don't judge, if they stay with you, the best thing you can do is to say something, to affirm something about them verbally, that is true, that is a deep truth, deep positive truth about them, to literally reverse that lie that they have been sitting with their whole life from the trauma. Was ganz wichtig ist, wenn man anfängt mit Autoritätspersonen zu arbeiten, die sich aufstellen als Helfer, wenn man in so eine Konstellation gerät, dass man erkennen kann, dass sie auch in diesen Lügen selber gefangen sind. Die haben diese Lügen angenommen. Und bei uns geht es darum, diese Lügen zu durchschauen und uns zu distanzieren und sogar so weit zu kommen, dass wir widersprechen können. Aber nicht ins Werten und Abwerten fallen, nicht in Urteilen, in der Demut bleiben. Und das sind viele kleine Schritte auf diesem Weg dahin. Was wichtig ist, ist dran zu bleiben und irgendwann mal auszusprechen, zu sagen, das, was nicht gesagt ist, und etwas zu sagen, was stimmt, was wahrhaftig ist. Weil diese Person muss lernen, Lüge und Wahrheit zu trennen. Man muss was finden und sagen, was stimmig ist, sodass er herausgeholt werden kann aus diesem Trauma, aus dieser Lüge. And when people give you power, that can happen very quick. Und wenn jemand dir Macht gibt, kann das alles so schnell sich wieder abspielen. Das heißt, Heilung geht nicht nur übers Fühlen. Das Fühlen ist sehr wichtig, aber unser Bewusstsein, ein waches Bewusstsein im Augenblick, ist absolut unabdingbar. So a very, very necessary prerequisite for all of this. When we're talking about healing, it's not just feeling, you gotta feel it to heal it, but no, you have to know it and say it. You have to always be present with a certain kind of consciousness to be able to look it in the eyes, to see clearly what's going on. In Sanskrit, the word feeling is the same as consciousness. In Sanskrit ist das Wort für fühlen das gleiche wie für Bewusstsein. Because das findet auch beides im Jetzt statt, gell? Es ist beides jetzt. And both of these are happening in the now, take place in the now. Yes, because when you feel the repressed feelings, when the feelings that have been repressed, when you feel them in connection, when you feel these emotions in connection to the original incident, the integration that happens,
expands your consciousness. And so und das ist wichtig mit dem Hier und Jetzt, weil wenn man diese unterdrückten Gefühle, die jetzt kommen, ja, zusammenbringen kann mit dem ursprünglichen Vorfall, das Verbinden, zusammenzufühlen, dann ist das der erste Schritt für diese Heilung, für dieses Bewusstmachen. And for that we have to break through the shame first. Yeah. Oh ja. Und um das zu tun, um das verbinden zu können, um wieder zurück zu diesem ursprünglichen Vorfall zu gehen, zu diesem Auslöser, was uns geprägt hat, müssen wir Scham aushalten können. Da sind wir im Bereich von Schamgefühlen. Yes, all abuse is a way to transfer shame. Mm-hmm. Jede Form von Missbrauch ist nur eine Art und Weise, Scham zu übertragen. Und Schuld, oder? And guilt and a lack of innocence. Yes, that's it. Schuld und Scham. Mm-hmm. Guilt and shame. So these isolated parts that are not integrated are like sitting in pockets of shame around our consciousness, and it's the breakthrough to shame to experience the feelings in connection to the original incident that creates this neural integration that expands the consciousness and then allows us to feel at a more fine-tuned level. Also ganz wichtig ist, diese vielen isolierten Teile irgendwie zusammenzubringen, die sich verstecken. Die verstecken sich in irgendwelchen Taschen von Scham. Und das Bewusstsein bringt die aber hoch, nimmt die wahr und fängt an, die aufzunehmen, anzunehmen, sein zu lassen, mit dieser ursprünglichen Schmerzerfahrung zusammenzubringen. Und dadurch findet eine neurale Integration statt von diesen Gefühlen, von diesem Bewusstsein, diesem Wissen, diesem Sprechen drüber. Und das bindet und das dehnt dann. Das ist das Ziel, das dehnt das Bewusstsein, expands, das vergrößert das Bewusstsein. Und dann sind wir schon feiner in dem Wahrnehmen, in dem Sein. And that's healing. Und das ist Heilung. It's also a spiritual growth. Das ist auch spiritueller Wachstum. And when you think of psychopaths, they are usually very, very, the dangerous psychopaths are very intelligent, extremely intelligent, psychic, but are not able to feel. Und wenn man an diese Psychopathen denkt, diese hochgefährlichen Menschen, die sind hochintelligent, die sind sogar intuitiv, also die können Sachen sehr wohl erhaschen, aber was sie nicht können, ist fühlen. So everything is outside of connection with the self. Und deswegen alles, was da stattfindet, ist jenseits von einer Verbindung mit dem Selbst. Es ist abgeschnitten. Yes, and it's difficult when we do feel, it's very difficult to imagine what people who don't feel can do. Und deswegen für Menschen wie wir, die fühlen können, ist es sehr schwer uns vorstellen zu können, nachvollziehen zu können, was können diese Leute eigentlich tun, die nicht fühlen. Especially when we have politicians who need our power and who are very eloquent and who can be, you know, give rousing speeches and say the exact right thing. They're speaking from a part. They're speaking from a part, and it may be completely dissociated to what they are going to do that evening. Completely dissociated. Und deswegen ist es ganz wichtig zu verstehen, dass diese Menschen, die Macht haben, ja, sprechen zum Teil, wie diese Psychopathen, aus einem hochintelligenten Teil. Also die sind charismatisch, die können uns abholen, aber das ist nur ein Teil von denen. Und dieser Teil ist oft disassoziiert vom Ganzen. Und das, was sie vielleicht in einer Rede sagen, diese Politiker, ja, in dem Moment ist was ganz anderes, was sie später an dem Abend tun. Aber das heißt auch, dass echte Psychopathen keine Heilung erfahren können. And does that mean that real psychopaths can't experience healing? I don't know. The way that our society is set up, it's very difficult. Also ich weiß es nicht, aber so wie unsere Gesellschaft aufgestellt ist, ist es sehr schwer.
But I had an experience in my childhood. The man who rescued me was definitely a psychopath. Also ich hatte aber eine Erfahrung in meiner Kindheit. Der Mensch, der mich gerettet hat, war wirklich also ein Psychopath. He killed many people. Und hat viele Menschen getötet. He was 21 years old. Der war 21. And because he was this young, und weil er so jung war, he allowed himself to open in one moment when he changed his mind to save me. Und weil er noch so jung war, hat er sich erlaubt, in einem kleinen Moment, in seinem Zeitfenster, sich zu öffnen. Und somit hat er mich gerettet. And then when he took me back to my parents, und als er mich dann zu meinen Eltern zurückbrachte, with these instructions, mit diesen Anweisungen, he shared his life, his childhood. Und dann hat er in dieser Zeit seine Kindheit mitgeteilt. And so I was able to understand everything that he did was a repetition. Und deswegen konnte ich verstehen, alles, was er tat, war einfach eine Wiederholung. And including the murders. Inklusive diese Morde. The murders were all killing a child part in him that could never get over the shame of what his father had done to him. Diese ganzen Morde waren einfach, die resultierten aus diesem kindlichen Anteil in ihm, der nicht damit klarkam, was sein Vater ihm angetan hat. And this is what all murders are. Und alle Mörder und alle Morde sind das, sind diese ungeliebten, abgespalteten, dissoziierten Anteile von tiefen, tiefen Verletzungen. Yes, there are no murders for money. That's... Es gibt keine Morde für Geld. It's always some kind of a symbolic repetition. Es ist eine Form symbolischer Wiederholung. Because if you are climbing, going that route, someone who has self-love from the love they received in their childhood is going to say no. Wer diese Karriereleiter steigen will oder in die Gesellschaft hochkommen, wer am Aufsteigen ist, wer das als Kind, also wer als Kind Liebe erfahren hat, sagt zu diesen Machenschaften nein, der macht nicht mit. And then you're out. Und dann bist du draußen, dann ziehst du nicht mit. Then you're not in the power structure anymore. Dann gehörst du nicht mehr zu diesen Machtstrukturen. Or you start speaking about it. Oder du fängst an, darüber zu reden. And then you could get killed. Ja, okay. Und dann wirst du vielleicht getötet. But the person who shared his childhood with me, that psychopath who shared his childhood with me, dieser Mensch, dieser Psychopath, der mir von seiner Kindheit was erzählt hat. Then also asked me for forgiveness. Hat mich auch um Vergebung gebeten. And it would have been maybe the first step of his healing. Und das wäre vielleicht der erste Schritt gewesen von seinem eigenen Heilungsprozess. In a different world. In einer anderen Welt. But he made a deal for my life to go to work for the politician who was the boss of the network. Der hat ausgehandelt für mein Leben, dass er für diesen Boss dieses Netzwerkes denn arbeitet. Es war ein Tauschgeschäft. And that eventually killed him. Das heißt, er hat ein Opfer gebracht. Das hat ihm das Leben gekostet. That's the der Preis. Das ist das Umfeld. And we can't imagine what it means. You know, everything they do means nothing. Nothing means anything. When nothing means anything. Wir können es nicht nachvollziehen, wie das für die ist, weil für die hat nichts eine Bedeutung. Nichts trägt durch. Das ist alles egal. Nichts kommt irgendwie emotional an. Ist egal. Yes, when you have no feeling. Wenn du kein Gefühl hast,
wenn du nichts spüren kannst, you're not really human. Bist du nicht wirklich ein Mensch. Das ist die Hölle. That's yeah. Hell. It's hell and it's also emptiness. Und das ist auch Leere. And so what they do, that is what they think they may be rejuvenating. I mean, they're tied to the body. They're very tied to the body. Also die sind sehr stark mit dem Körper identifiziert oder verbunden und sie glauben, wenn sie sich erneuern und verjüngern, rejuvenating. Yes, through rituals. Ah, durch rituelle Handlungen, ja, Rituale. That this is what they do, but it's all a psychological symbolic repetition. Aber eigentlich diese ganzen Rituale, rituellen Handhabungen ist nur eine Wiederholung. Das ist eine symbolische Wiederholung von all dem, was denen widerfahren ist. So that the victims receive the projections that were coming to them. Und so projizieren sie auf die Opfer das, was denen selber passiert ist. Die Opfer empfangen, also es wird übertragen auf die Opfer, was die selber erlitten haben. Es ist nur eine Weitergabe des eigenen Schmerzes. And what killed them? Und was die getötet hat. Was diesen Anteil getötet hat. Aber das heißt, wenn sie nicht fühlen können, haben sie auch keinen Zugang zum Göttlichen? Zur Spiritualität? Does that mean if they can't feel that they have no access to the divine? Right. Yes. Yes, that's the final frontier is the physical world and the physical body. So all the resources go to research, physical research, and everything is about controlling the world. Everything is about the body and keeping their own bodies in very good circumstances, creating a paradise on earth through, you know, islands and jets and comfort. Also bei denen, weil sie abgeschnitten sind, ist diese physische Welt mit diesen physischen Kostbarkeiten, der physische Körper, der Halt dieses Körpers, das Schmücken des Körpers, alles dieses diese Mittel, die Welt zu beherrschen und die Welt zu gestalten, schöne Inseln zu haben, so paradiesische Zustände hier auf der Erde zu erschaffen, das ist denen wichtig. Okay. So, Körperfokus, Körperkult. So they don't want to die. Deswegen wollen sie nicht sterben. Okay. Because they can't, they don't believe there can be anything beyond the physical body. Weil sie gar nicht glauben, dass es irgendwas geben könnte jenseits des physischen Körpers. Aber ist es möglich für uns, eine Welt zu gestalten, indem wir anfangen zu heilen und diesen Weg der Selbstliebe zu gehen? Und dass die Schmeichelei und die Macht zu überwinden, dass sie, die können ja erst weitermachen, dass wir die Welt mit und die Gesellschaft heilen, die fühlen können. You think there's any way that we could design or co-create a world where all this vanity and flattery and all this game playing is somehow overridden, that we can overcome all of these temptations of the world? Can... Well, I think things are changing. Very quickly. Ich glaube, Dinge ändern sich schon relativ schnell. The younger people are, the more aware they are. Oh, je jünger die Leute, desto bewusster. I never believed that I would be able to speak about this at all. Ich habe nie geglaubt, dass ich je darüber würde reden dürfen. And when I began to speak, I assumed that 50% of people hearing about it would not believe me. Und als ich anfing, darüber zu reden, dachte ich, 50%, die Hälfte der Leute würden mir nicht glauben. That's not the case at all. Das ist aber nicht der Fall, keineswegs. So, I don't know if we can flatten the vertical power paradigm in our lifetime, but we can certainly make headway. Also ich weiß nicht, ob wir das egalisieren, ob wir das nivellieren können, diese vertikale Machtstruktur. Also ob wir das nivellieren können. Aber es fängt an diesem Paradigmen was zu tun. Also es brodelt und bröckelt. Because at some point we have to say we refuse to pay taxes if our taxes are going to war that we don't want. We refuse to
wird. Also wir lehnen es ab. Wir lehnen es ab. Wir müssen ablehnen und dagegen handeln. Wir müssen zum Beispiel keine Steuern zahlen, die in Kriegskassen gehen und Kriege finanzieren. Or we don't vote if we don't have a choice of who's going to represent us. Oder wir wählen dann nicht, wenn es keine wirkliche Wahl gibt, wer uns vertreten soll oder kann and that, oder darf. And that those who do get voted in, that they really serve the people. Und die, die dann tatsächlich gewählt werden, auch den Menschen dienen. Tatsächlich dienen im Sinne der Menschen handeln. This is all in our power. Das ist, steht in unserer Macht. That's why we have to heal. Deswegen müssen wir heilen. Because at this time in our history, it requires a lot of courage. Yeah. Es verlangt so viel Mut, jetzt in diesem historischen Moment diese Wende zu schaffen. I encounter problems all the time because people who prefer power don't like what I say. Ah ja. Immer wieder begegne ich ganz großen Schwierigkeiten, weil die Machtinhaber das gar nicht mögen, was ich sage. And try to make me look bad or something. Ja, und versuchen mich zu diffamieren, abzuwerten. So, but I think because my goal is to ultimately it doesn't work. What we have doesn't work for anyone. It doesn't work for the people at the top. Und mein Ziel ist einfach zu zeigen, dieses System, so wie das aufgestellt ist, funktioniert nicht. Auch nicht für die Großen, auch nicht für die Machtinhaber. Ganz da oben, das ist ein krankes System. Es tritt nicht durch. Yeah, it doesn't work for them. I mean, it's terrible not to have anyone to hold you accountable. Es ist schrecklich. Es funktioniert für niemanden. Und also keine Zuständigkeiten zu haben für jemanden, der dich da in die Verantwortung ziehen kann, das ist schrecklich. No one who can tell you the truth, and if someone does tell you the truth, you want to kill them. Und niemand, der dir die Wahrheit sagen kann und sagte ihr und wagt ihr dir die Wahrheit ins Gesicht zu sagen, dann bringst du ihn einfach um. But that doesn't make you happy. Das macht dich aber nicht glücklich, ja. Speak truth to power. Speak truth to power. Max. At the end of the day, everyone needs to heal, right? Ja. Am Ende des Tages wollen alle und müssen alle geheilt werden. The biggest fear of the people in power is that they will be treated the way they treat others. Oh ja. Die größte Angst der Machtinhaber, der Mächtigen, der Privilegierten ist, dass sie so behandelt werden, wie sie andere behandeln. So, but we don't want to do that. Aber das wollen wir nicht tun. Ja. Das wollen wir nicht tun. Gut. Vielen lieben Dank, liebe Anneke. Das ist ein wunderbares Interview geworden und eine huge message, eine Riesenbotschaft. Sehr tiefgehend, sehr berührend, sehr schockierend. Und ich hoffe, dass sie viel bewirkt. Yes, and I'm speaking to so much. Sorry. Just thank you so much for this amazing message that I hope has the capacity to touch many hearts and lives and transform and change. That's wonderful. And I want to tell you, I'm going to be in Prague and Brno in October, and there's a slight possibility that I'll also be traveling to Germany. Hast du noch so eine Essenz oder einen kurzen Schlusssatz für die Zuhörer, was sie jetzt so als Kern noch mitnehmen können, als Essenz? Do you have a final core message that we'd like to leave the listeners with? Some like essential last few words? Yeah. I think that we are all much stronger than we think we are. Ich glaube, dass wir alle viel stärker sind, als wir glauben, dass wir sind. And that the world is hopeful. Things are looking up. Die Welt ist voller Hoffnung. Es geht nach oben. Okay.
Vielen Dank. Ich verneige mich vor deinem Mut, vor deinem Leben, vor deiner Aufgabe und ja, ich bin glücklich, wenn ich dich nochmal unterstützen kann oder wenn wir uns nochmal treffen. Alles Liebe dir. Dankeschön. I bow to your courage, your life, your task. And if there's anything I can do to support and help you, please let me know. Aww. Okay. Thank you. Alles Liebe.